der Unterschied des Wurwis zu üblichen Schuhen, egal ob aus dem Alltagsbereich, aus dem Sportbereich oder sogar dem orthopädischen, ist sehr, sehr leicht zu erklären. Die Swoobies gehen einfach her und verfolgen mal die wirklich gesunde Ablauflinie der Füße. Und wie guckt die aus, wenn ihr es mir nicht glaubt? Besorgt euch doch einfach mal einen Fuß, wie er anatomisch konstruiert ist und ihn jeder haben kann. Tunkt ihn in Farbe rein, lasst ihn locker, stellt ihn auf und ihr werdet sehen, er hinterlässt genau den Abdruck, den man auch gerne am Strand, im Sand und so weiter hinterlassen würde. Keinen Entenabdruck, auch nicht einen gerade platschig verlaufenden, von der angeblichen Fersenmitte da hinten, intensiv über eine Fußmitte, die auf dem Boden überhaupt nichts verloren hat und dann auch noch schlimmerweise intensives Abrollen über die komplette Ballenbreite vorne und die ganzen Zehen, um sich dann tatsächlich über die Zeit, ach, was für einen hübschen Hallux Valgus, was für Hackenzehen und zu schaffen und nichts anderes als das, von den ganzen Konsequenzen darüber ganz zu schweigen. So, und jetzt sind wir beim Unterschied und der sieht nun mal genau so aus. Ich finde es traurig, dass er einzigartig ist in Swoobie-Form. Dass wirklich das der einzige Schuh ist, der genau da mal rangeht, da genau mal hinzieht, sich mal genau einfach und keine Scheu davor hatte, die Anatomie des Menschen anzuschauen. Die Ferse liegt nicht in der Mitte, nein, sie liegt außen. Die Mitte des Fußes will nicht auf den Boden, nein, da will sich ein Längsgewölbe entwickeln. Auf der Innenseite sowieso der große Zeh, nein, und das Grundgelenk hat am Boden nichts verloren. Trete ich es ständig platt und laufe über die Mitte, naja, darf man sich nicht wundern, dass das Großzehengrundgelenk immer tiefer absinkt, der Zeh immer weiter nach oben steht und wenn er nicht mehr weiter weiß, über die anderen drüber rutscht. So, endlich wieder ganz einfach zurück zur Natur. Und wenn ich gewollt hätte, dass wir platte Füße haben, die über eine vermeintliche Mitte intensiv nach vorne abrollen, über so Abrollschuhe im Extremformat will ich hier und jetzt gar nicht reden, dann hätte sie uns genau solche Füße unter den Körper gebastelt, weil sie doch immer noch um vieles schlauer ist als jeder von uns. Jeder Wissenschaftler, jeder Therapeut, jeder Arzt und so weiter. Die Natur weiß so viel, die hat uns so genial konstruiert, wie alle anderen Lebewesen auch. Wir haben nur komplett verlangt, hinzugucken, hinzufühlen, das wirklich zu nutzen, uns in Balance zu bringen und daraus und darüber den Körper zu entwickeln, den wir alle haben können. Summa summarum, wo ist der Unterschied? Da ist der Unterschied. Ein Sohlenformat, das dem natürlichen Sohlenformat endlich entspricht und darauf immer wieder entlang verleitet, was einfach super gute Konsequenzen hat. Es verleitet zum wirklich mittigen Fersenpunkt außen, anstatt da, wo er gar nicht ist, in der Mitte. Es spielt den großen Zeh frei, gibt ihm keine orthopädischen Einlagen darunter, nein, sondern lässt fühlen, wenn man darauf herumlascht, was dem Fuß einfach nicht gut tut und führt auch hier dazu, zu greifen, anstatt sich platt und platt zu treten. Mann, oh Mann, so leicht geht das, auch wenn es eine Sauschweinearbeit war, wirklich rauszufinden, wie man dieses anders als übliche Schuhformat entwickelt. Aber jetzt läuft, ich fühle mich selber sau wohl da drin, bin den ganzen Tag drin und freue mich einfach. Ciao!